Ich bin Monika und ich habe ein Pastageschäft aufgemacht. Mein Laden ist sehr klein und gemütlich. Und hier drin herstelle ich Pasta und leckere Soßen. Ich verkaufe auch tolle Produkte, die ich aus Italien selber importiere. Und abends, ich biete Pasta-Workshop an. Das heißt, man kann mit mir hier in sehr gemütliche kleine Gruppen Pasta herstellen, unter meiner Anleitung. Ich koche für meine Gäste und ich sorge dafür, dass alle einen sehr schönen Abend haben. Die Idee, ein Pasta-Geschäft aufzumachen, ist entstanden von meinem Bedürfnis, mit ein sehr gutes Produkt zu arbeiten. Ich wollte mit meinen Händen was schaffen. Ich liebe Pasta, weil Pasta ist super vielfältig. Das ist so ein True Food. Man weiß ganz genau, was man da bekommt. Und mit Pasta kann man so viele Rezepte machen. Und auch man kann Pasta machen aus so vielen Mehlsorten. Es ist einfach eine sehr kreative Zutat. Ich habe Pasta, also immer fleißig gegessen und dann habe ich einen professionellen Kurs für Pasta-Maker in Bologna gemacht. Das ist eine Oldschool-Schule, wo man tatsächlich Pasta gemacht wird, nur mit Nudelholz, nur aus Mehl und Ei. Und das war sehr lernreich, auch in Bezug auf, wie ich nicht arbeiten möchte. Ich möchte in meiner Pasta-Workshop auch zeigen, wie schnell und einfach das ist. Also so, dass es wirklich zu der heutigen Zeiten quasi passt. Die Selbstständigkeit gibt mir die Möglichkeit zu tun, was ich will. Ich fühle mich auch als Mensch und als Frau sicherer, selbstbewusster. Es bedeutet auch ganz viel Verantwortung. Es bedeutet auch tatsächlich viel mehr Arbeit, als ich je geleistet habe. Aber die mache ich super gerne, weil ich bin voll dabei mit meinem Projekt und ich möchte Erfolg haben.